habt den Nekromanten ja so besiegt, dann dürft ihr ja nicht mitmachen. Richtig, richtig, für mich wäre das natürlich ein Kinderspiel. Aber ich finde es vortrefflich, dass, was ihr hier erledigt und dass ihr Ich euch kann jetzt auch vorhin viel eure besser, Rolle wiederfindet, ich ja? kann jetzt auch viel besser nachvollziehen, warum Magie so schwierig ist und warum man dann irgendwie 5 Jahre lang in so eine Akademie muss. Früher als Kind wollte ich ja auch immer Zauberer werden, aber wenn ich dann so eine Zahlen sehe, dann denke ich mir auch, oh, wie gut, dass ich das nicht bin. Richtig, und das ist eigentlich das Entscheidende, was man, die entscheidende Lektion, die man lernen sollte, sei kein Magier. Oder trete der Weißen Gilde bei, wenn es unbedingt sein muss. Ja, halt dann. Hast du schon mal so einen Nekromanten aufgehalten? Dann kannst du es ja auch lösen, oder? Das sind ganz schön viele Zahlen hintereinander und ich verstehe nicht, warum. Also da sind manchmal sind die drei, viermal die gleiche Zahl ist gleich vier und dann ist viermal die gleiche Zahl gleich null und wieso? Ja, weiß ich auch nicht. Also ich weiß das schon, aber die Fischer haben es auch sofort schnell gelöst. Ja, die sind sehr schlaue Leute. Das sind doch alles Deppen. Das ist aber eigentlich nicht nett. Also die sind sehr vernünftige Leute und. Meine Herren, nur Mut. Habt den Mut, euch eures Verstandes zu bedienen, so wird auch der Herr Fix auf euch herablachen. Soll ich die Zahlen nochmal vorlesen? Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man sie vorliest, aber vielleicht, wenn ihr euch die anguckt, die Zahlen, dann könnte es vielleicht einfacher sein. Also 0000 ist 4 und 5890 ist 4 und 1111 ist 0. Ja, und ich will wissen, was 2580 ist. Nun, das grundlegende Konzept des Rätsels scheint mir so zu sein, dass jeder Zahl ein gewisser Wert zugesprochen wird. Zum Beispiel wird der 1 der Wert 0 zugesprochen, sodass, wenn man viermal die 0 zueinander addiert, man das Ergebnis 0 bekommt. Wir sehen zweimal das 1, 1, 1, 1 und jedes Mal ergibt es 0. Bedeutet, 1 ist mit dem Wert 0 verbunden. Ja, aber warum? Ihr müsst verstehen, warum der Wert 0 zugeordnet wird. Weil jede 1 gleichsam eine 0 ist. Und auf der anderen Seite, jede 0 könnte eine 1 sein. Tja. Also ich glaube, man muss da nicht rechnen. Aber wenn ihr wollt, ihr könnt auch den Nekromanten links liegen lassen, dann geht ihr einfach weiter ohne den Wimpel, ist auch okay. Können doch nicht zulassen, dass der Herr Baron nicht der Baron wird. Naja, dann werdet ihr kein Baron und ich habe gehört, es gibt weniger Abenteuerpunkte. Abenteuer was? Denkt an die Immersion. Die Junkerin hat irgendwas davon gesagt. Abenteuerpunkte. Aber es ist doch nicht opportun, die Abenteuerpunkte vor Ende des Abenteuers zu verraten, oder? Damit kenne ich mich nicht aus. Müsst ihr die Spielleiterin fragen. Das ist die Junkerin. Nun, sie ist leider nicht da und auf ihre Gnade können wir gerade also nicht hoffen. Deshalb müssen wir uns wohl mit den uns gegebenen Fähigkeiten begnügen. Ja? Ja, wie gesagt, ihr könnt auch ohne den Wimpel weitergehen. Oh, ist das wieder so was Gemeines, dass die Zahlen eigentlich gar keine Rolle spielen, sondern irgendwas anderes? richtig. Oh. Aber mit den Wörtern hat es auch nichts zu tun, richtig? Ne, dieses Mal nicht. Travi, glaube ich, Ah, klar. ich könnte mir aber vorstellen, was es ist. Das sind die geschlossenen Kreise, die vorkommen. Spielen die eine Rolle? Dazu darf ich nichts sagen, wegen der Immersion, aber ich möchte wissen, was die Fragezeichen sind. Dann würde ich sagen, die Fragezeichen sind drei. Aber warum? Er Nun, gibt dir den Wimpel? liegt ganz einfach daran, dass. Sehen wir uns einmal die 1111 an. Diese hat insgesamt 0 Kreise in der Zahl. Die 0000 hat 4 Kreise in der Zahl. Die 85890 hat ebenfalls 4 Kreise in der Zahl.
Es geht also nur darum, wie viele Kreise in einer Zahl zu sehen sind. Aha, ja, ja, also die Kinder sind schon lange weg und die Familiengruppe auch. Vielleicht holt ihr sie ja wieder ein. Das liegt daran, dass wir alle zu klug sind. Bauern denken anders, begrenzter. Das haben die Fischer auch gesagt, deswegen wollten sie unbedingt alle einen Rogel dabei haben. Außerdem geht es, ich hoffe, es geht nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um Gründlichkeit, denn das habe ich auch während meinen Abenteuern schätzen gelernt. Naja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Nekromanten besiegt. Haha, das war leicht. Und ich finde auch gut, muss ich nochmal zu eurer Rolle sagen, dass ihr so viele Erklärungen und so weiter abgebt und eure Pläne erklärt, während man mit euch interagiert. Das ist richtig. Sehr treffend. Jeder gute Nekromant erklärt ausführlich seine Pläne und was er eigentlich für Hintergedanken hat. Das habe ich auch gehört. Man muss die Helden erst gefangen nehmen und dann ihnen ganz lange erklären, welche hinterhältigen Pläne man hat. Und in der letzten Sekunde wird man dann besiegt. Genau, so läuft das in der Regel. Ja, also, dann viel Spaß dahin, das Binsböckel. Dankeschön. Dann gehen wir doch einmal nach Binsböckel. Aber schnappen wir uns diesen Ghoul-König. Ja, einen weiteren Tisch später könnt ihr sehen, die Kinder verabschieden sich da wohl auch. Die Familiengruppe ist weiter hinter euch, rücken weitere Leute an. Wohl ein Adliger, der sich da wohl ein paar andere Leute geschnappt hat, vielleicht ein paar Holzfäller, die ihn da wohl begleiten und die für ihn das Rätsel lösen, weil er es selber nicht schafft. Aber ja, ihr könnt dann antreten und da wurden wohl mit verschiedenen Tierabdrücke von Hufen, die könnt ihr da erkennen, wieder wohl verschieden in den Sand, verschiedene Hufabdrücke bzw. Fußabdrücke dann reingemacht worden sind. Währenddessen wird euch dann jemand aus Binsböckel begrüßen. Oh, hallo, ja, ihr müsst hier Fährten lesen. Was sind denn das hier für Tiere? Oh, das ist aber auch wieder ziemlich schwer. Ihr müsst die Schlange finden, weil ihr seid auf der Suche nach dem Ghoul-Fürsten. Und der hat wohl irgendwas mit Schlangen zu tun. Was genau, weiß ich nicht. Aber ihr müsst die Schlange herausfinden zwischen all denen. Ich würde mir das mal angucken. Ja, Fährtenlesenprobe. Okay. Ich schaue es mir auch an. Gar nicht so gut, Midas. Ja, ist ja auch nur plus 1. Runge auch gar nicht so gut. Der Großfeldjäger hat Probleme. Das ist ich meine plus 1. Ich habe die plus 1, weil ich meine Zechenprobe. Genau. Bierprobe. Ja, dann hier. 10 THP-Stern. Ja, also der Wolf ist klar und das Reh ist klar, aber Ardo, du warst ja auch dabei. Du kannst die Schlange relativ einfach zuordnen und kannst dann dementsprechend auf die Schlange zeigen. Währenddessen, und jetzt seid ihr durch den Wald gegangen. Der war wohl ziemlich finster, habe ich gehört. Und da müsstet ihr jetzt auch noch zugucken, wie die Pflanzen aussehen. Also, hier, was ist das hier für eine Pflanze? Ich weiß selber nicht genau, was da passiert ist. Aber sagt mir mal mit einer Pflanzenkunde, was das für eine Pflanze ist. Puh, also, in Sachen Botanik bin ich raus. Ja, die kenne ich auch nicht. Ich kann sie mir mal angucken, aber ich will nichts versprechen. Also, Rogel, ihr macht das. Mach mal, Rogel, kriegst schon hier. Also ich habe sie geschafft, nur so, aber halt nicht gut. Ja, die sehr gut. Die wächst nicht auf dem Feld bei uns. Die wächst nicht auf dem Feld, die wächst nur im Wald. Zumindest könnt ihr jetzt an diesen Ghoulenturm herantreten und dann kommt jetzt dieser Ghoulkönig auch von euch raus. Da müsst ihr jetzt mal gegen diese Puppe dagegen hauen. Könnt ihr mit einer beliebigen Waffe machen, aber am besten nicht kaputt. Am besten nur mit der stumpfen Seite oder so zuhauen. Da müsst ihr mal gegenhauen. Ronga, ich denke, ihr habt da was zu bewältigen. Eine alte Rechnung zu begleichen. Ach. Gegen eine Puppe hauen. Ja, das wird das Größte, was ich heute vonstatten bringe. Und nicht allzu dolle. Am besten die Puppe nicht kaputt machen. Ja, der Adlige ist wohl auch gerade schon angekommen und die anderen Bauern machen da wohl gerade die Fährtenlesenproben, Pflanzenkunde und er derweil ist da wohl gerade mit seinem Degen dabei und piekst gegen die Puppe. Also da lässt er so gerade seinen ganzen Frust aus, weil er selber auf die Rätsel auch nicht gekommen ist. Aber
Ja, Ronga tritt auf die Puppe zu, zieht sein Schwert und klonkt da einmal so leicht gegen. Steckt dann das Schwert wieder ein und geht. Ja, machen wir eine Schwerterprobe. Also Nahkampfangriff beliebig. Am besten ohne Ansage. Ach, was? Finte 10, dachte ich. Ja, kannst auch finden. So unbewegter Gegenstand, also mit einer normalerweise plus 8, aber er pariert sowieso nicht. Also. Ja, konntest dich endlich an dem Ghulenkönig rächen. Da kannst auch mal Schaden auswürfeln. Ach, mit der Waffe von Eisinger. Ich würde da nicht wirklich Schaden dran machen, einfach so gegenklopfen. Ja, alles klar. Sache, ich habe da mit dem Schwert das Ding berührt. Ja, super, ihr habt jetzt den Ghulenfürst besiegt und der Baron ist im Keller eingeschlossen, aber das Problem ist, dass an seiner, das ist so ein zwergisches Kombinationsschloss und da müsst ihr jetzt die Zahlen lösen, bevor ihr ihn befreien könnt. Das sind die Zahlen, also gegeben 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 und ihr sollt die Zahlen jetzt so in die Reihenfolge bringen, dass die Zahlen selbst den Abstand zu ihrem Zwilling geben. Versteht ihr das? Also ja, ihr müsst jetzt, wir waren ja dabei. Ja, genau. Also, habe ich schon gehört. Ardu, ihr seid ja auch so ein Held aus Winsböckel, ne? Ja, genau. Genau, also ihr wart dabei. Ihr könnt dann gerne mitmachen. Ihr wisst das dann ja auch und könnt dann sicherlich sehr viel Zeit sparen. Seht ihr, die anderen sind schon losgegangen. Ja, ihr wolltet bestimmt sagen, die Kinder haben das ganz schnell gelöst, oder? Die Kinder haben das ganz schnell gelöst und da könnt ihr sehen, der Vogt hat sich auch, der Adlige da drüben hat sich auch schon gerade zum Schlechter vom Ghulenfürst aufgeschwungen. Ja, also ihr müsst die, wie gesagt, in Reihenfolge bringen. Okay, also, ja, nie. Ja, Ronga schlägt eine Lösung vor. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 und der Mann schüttelt mit dem Kopf. Nee, tut mir leid, das ist nicht richtig. Also die Anreihung hat mir gefallen. Also 1-1 ist zwar richtig, aber die stehen nebeneinander. Aber wenn ihr mal guckt, die 2 hat 2 weiter keinen nächsten Nachbarn. Also die muss dann ja dazwischen stehen. Und die 3 passt auch nicht und die 4 passt auch nicht. Aber guck mal, die 1-1 nebeneinander schon ganz gut. Also mir ist zugeben, ich hab's natürlich verstanden, aber vielleicht könnt ihr nochmal erklären, in welcher Reihenfolge man die jetzt anordnen soll. Da gibt es ganz viele verschiedene Lösungen. Also ich gucke einfach mal, Meister Ardu hat die gerade was vorgeschlagen. 3, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 1. Die 1, 1 steht zueinander direkt nebeneinander. Das ist also richtig. Die 2 hat einen dazwischen. Die sind also 2 auseinander. Das ist also auch schon mal richtig. Die 3 hat 1, 2, 3, das ist also auch zueinander. Und die 4 hat 1, 2, 3, 4. Das ist eine von den richtigen Lösungen. Sehr gut. Yes. Also ja, eine Lösung. 3, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 1. Er hätte gedacht, dass der Herr Nandus ja heute nochmal gnädig sein würde. Insgesamt gibt es 6 verschiedene Lösungen. Aber das sage ich euch auch nur so, weil ihr durch seid. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr jetzt der Ghulenschlechter. Hab Dank. Dann müsst ihr jetzt nur noch durch den Lergel schwimmen. Das sollte doch für ein Finger des Dergels wie den Bauernvogel kein Problem darstellen, nicht wahr? Also ich bin noch nicht zurück, weil ich nicht so gut schwimmen kann, ehrlich gesagt. Genau, das war meine Frage. Könnt ihr schwimmen? Also, ich habe schon mal Leute gesehen, die geschwommen sind. Hier ist euer Wimpel. Vielen Dank. Danke. Aber ob ihr fragt, ob ich selbst schwimmen kann, nein. Gut. Also, ich kann leidlich gut schwimmen. Wir werden das schon hinkriegen, wenn es denn überhaupt ums Schwimmen geht. Ja, so könnt ihr über den. So könnt ihr über den nächsten Obsthügel hinüber und zurück. In Richtung des Zeltes, wo ihr auch begonnen habt, ein kleiner Graben, der vor euch gezogen worden ist, eine einfache Schwimmprobe, bitte. Nicht das Schwert, es sei denn, ihr habt Bier getrunken. Jeder oder? Jeder. Einer. Nein, ihr. Wie weit Zeichen ist der Graben? Könnte ich da einfach drüber springen? Du könntest da auch drüber springen, ja, ist 6 Meter breit.
ist machbar. Ich glaube, da kann ich auch drüber springen. Das war ohne Problem. Da kann tatsächlich jeder drüber springen, wenn er will. Ja, ich glaube, das kommt halt cooler als... Ja, ich mach noch meine Akrobatikprobe. Athletik? Ja, du kannst es halt auch akrobatisch machen, wenn du das irgendwie drüber balancieren, weiß nicht, irgendeinen Baumstamm, der da drüber gelegt worden ist. Ja, okay, dann mache ich das. Weil das kommt lustiger, glaube ich, wenn ich reinfalle. Midas, ihr haltet die Regeln nicht ein. Ich muss euch ermahnen. Regeln sind gewissermaßen Auslegungssache und es geht auch darum, den Dergel zu überqueren. Nun, es gibt Regeln, die eingehalten werden müssen. Deswegen heißen sie Regeln und nicht Auslegungssache. Nun, wir werden das gerne im Anschluss mit der Junkerin ausführlich diskutieren. Ich setze jetzt meine Füße über diesen Stamm. Und ich fall rein. Ja. Seht ihr? Das kommt davon. Der Prall straft euch. Es scheint wohl so zu sein, ja. Ja, Ardo schluckt auch tief? Wasser. Das ist nicht tief, nein, aber dreckig. Mittlerweile dreckig, aufgeschlammt. Okay. Also Ardo, du bekommst auch 1W6 Ausdauerschaden, schluckst halt ein bisschen ekelhafte, dreckige Brühe, aber am Ende bist du halt drüben. Also halt diejenigen, die es nicht schaffen, 1W6 Ausdauerschaden. Ich zieh mal Rogel vom Ufer einmal am Arm raus, denn der Arme sieht aus, als wäre er nie im Wasser gewesen. Zumindest nie erfolgreich. Das ist alles überraschend tief gewesen. Das erklärt auch, warum du nicht wieder rübergekommen bist. Hier, Bruder Midas, nimm meine Hand. Danke. Und nächstes Mal nicht schummeln. Na gut. Oh, ich hätte mir vielleicht das Kettenhemd ausziehen sollen. Oh. Möchtest du eine Bierprobe machen? Schnell noch ein Bier, bevor ich schwimmen gehe. Ja gut, okay. Ja, alles klar. Du hast dich schon reingestürzt, viel Schlamm vor allem getrunken. Hat so hoffentlich keiner gesehen, außer deiner eigenen Gruppe. Und gehst nochmal zurück, holst dir schnell ein Bier, stürzt es runter, eine Zechenprobe. Währenddessen können die anderen kurz vor dem Endzelt muss noch eine letzte Aufgabe gelöst werden, bevor ihr eure Wimpel abgeben dürft. Und zwar seid ihr jetzt zwar sowas wie Baron, aber ihr müsst erstmal den Platz hier in Dergelheim aufräumen. Und zwar hat jemand, vor allem die vielen Tiere, die hier rumlaufen, hingekackt. Und ihr müsst jetzt mit einer, ihr müsst jetzt mit eurer Schaufel den Dreck wegmachen. Dazu dürft ihr nur ein einziges Streichholz umlegen, um den Dreck auf die Schaufel zu laden. Nur ein einziges Streichholz. Welches und wohin? Wo ist das abgebildet? Ja. Große Hoffnung, die jetzt in Halt an Rogel gelegt wird. Ja. Bleibt in die Bauernschleue. Ardo geht sich so lang mal woanders erleichtern. Geht darum, den Platz. Genau, also du siehst jetzt hier eine Schaufel, das ist der Stiel und das ist irgendwie die Schaufelforke oder zum Aufladen und das ist der Dreck. Und du musst jetzt den Dreck mit einem einzigen Streichholz so umlegen, dass du den Dreck auf die Schaufel bekommst. Und was ist, wenn ich das hier als Platz definiere und das Streichholz hier hinlege, dann ist der Platz drin auch sauber. Du willst das hier umlegen und zwar wohin? Dahin? Nein, das war nur eine hypothetische Frage. Dann ist es ja keine Schaufel mehr. Ja, aber dann ist es ein Platz, ein umzäunter Platz. Ach so, nee, das ist ja nicht der Platz, sondern du willst die Schaufel, du willst immer noch, dass es eine Schaufel ist und dass dir Dreck aufgeladen wird. Ja gut, aber so würde Fex das jetzt lösen. Okay, ist richtig. Überlegt und... Ja, nee, würde dir trotzdem keinen Wimpel dafür geben. Okay, ist in Ordnung. Sie nickt aber anerkennt. Ich verstehe das nicht. Warum sind denn hier so viele Rätsel? Ich tue das. Sollte Abenteuer noch empfinden. Auf Abenteuern habe ich mehr Spaß. Nun, Rätsel gehören dazu. Sie schärfen den Geist. Also ich muss auch sagen, es ist ein bisschen zu schwer. Ein wacher Geist. Für die Kinder natürlich.
Ist aber fast schwerer als meine Abenteuer, die ich erlebt habe. Obwohl die natürlich auch sehr schwer waren. Also die waren natürlich wesentlich gefährlicher und schwerer. Und Travigor, stellt euch doch nicht so an. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr habt Großes geleistet. Aber jetzt gilt es, diese größte aller Aufgaben zu lösen. Also ein Baron zu sein? In der Tat. Das meinte ich. Gut, also nicht das hier. Diese Aufgabe hier. Nein, diese Aufgabe ist ein Synonym, ist sinnbildlich für das, was Travigor bald zu leisten hat. Er muss mit wachem Verstand und offenen Augen durch die Welt gehen und Probleme so lösen, dass sie zu einem guten Ende kommen. Und vor allen Dingen mit Leuten an meiner Seite, die wissen, was sie tun. In der Tat, das ist natürlich. Ich muss korrigieren, ihr müsst zwei Streichholzer umlegen, damit ihr das Rätsel lösen könnt. Zwei, Entschuldigung. Nun, dann ist es recht einfach. Dieses Streichholz verschieben wir ein Stückchen nach unten und dieses Streichholz legen wir dann hier hin. Ja, das ist richtig, hier ist euer Wimpel. Verzeiht euch, ich war etwas abgelenkt, ich habe heute schon zu viel Bier getrunken. Oh, das ist überhaupt kein Problem. Ja, herzlichen Glückwunsch. Trotzdem gute Arbeit. Dann seid ihr jetzt Baron und habt euer eigenes Turnier. Herzlichen Glückwunsch. Ich trage euch auf die Liste ein und also die Kinder waren schon ziemlich schnell und die Fischer waren auch ziemlich schnell. Ihr habt eure Aufgaben zumindest alle geleistet, aber in nicht so guter Zeit. Das muss dann später der Turnierrichter klären, ob ihr euch dann gegen die anderen beiden durchsetzen konntet. Wenn dem nicht so ist, ist es auch nicht so tragisch. Ja, also wie gesagt, der Schreiber wird sich dann bei euch melden. Ich notiere das hier mal mit eurer Zeit und dann werdet ihr von Falek von Hohenhof werdet ihr dann hören. Sehr gut. Ja, Dank. Sehr gut. Vielleicht gibt es auch sowas wie ein Stechen, wo ihr noch weitere Rätsel lösen müsst gegen die anderen. Okay, dann bis später. Ihr hört dann von dem Schreiber. Natürlich. Gut. Also ich hoffe, ich werde Baron, Leute. Ja, peinlich, wenn nicht. Nun, ich habe mein Bestes gegeben. Ihr seid der Baron. Euer Gnaden, Priodo, kann man da nicht irgendwas drehen? Es gibt hier nichts zu drehen. Ihr seid der Baron. Es bedarf keiner Rätsel, um dies zu erkennen. Ach so. Gut. Es ist nur ein Spiel. Also ihr meint, selbst wenn wir jetzt nicht gewinnen, die Silbergänse oder die silbernen Gänse, dann ja. Seid ihr immer noch Baron. Richtig. Aber es wäre schon schön, wenn wir gewinnen würden. Alleine klang es wegen natürlich. So könnt ihr euch wieder auf dem Turnierplatz umsehen. Zahlreiche Zelte, Musik, Musik, Sang. Und mittlerweile hat wohl auch das Bogenschießen bereits begonnen, wo ihr dann eben auch erkennen könnt, wie vor allem einige Halbelfen dabei sind, mit Bogen umzugehen, andere Mittelreicher, die sich dazu gesellt haben, und daneben wird wohl auch mit den Messern geworfen. Ja, ihr sitzt nebeneinander und könnt euch noch ein bisschen unterhalten. Nun, ich dachte, diese Reise wäre etwas mehr körperlich und weniger geistig, aber... Ach, ich habe diese Rätsel noch nie gemocht. Nun, aber war das nicht genau eure Befürchtung, dass diese Reise zu körperlich wird und wollt ihr sie deshalb nicht im ersten Schritte gar nicht erst antreten? Ja, ich dachte auch, ich hatte eine falsche Vorstellung. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund von diesen Rätselraten. Das erste Kreis Rätsel. Wahrheit liegt offen, sollte vor, war offen vor uns liegen. Aber ist der Wille der Götter nicht immer ein Rätsel? Nun ja. Es ist aber an uns, den Sinn zu erschließen, aber nicht mit diesen albernen Rätseln. Nun, seht es als Gleichnis. Nun, meint ihr wirklich ein Zand per Pässe dazu? Denkt euch doch nicht an diesem Spiel auf. Nun, wie gesagt, ich kenne noch eine bosporanische Variante, in dem es einen Mann, eine Frau und ein Parfüm gibt, aber... Nicht sehr travige, vielleicht viel mehr scheint.
Nicht genau. Tetravier gefällig. Vielleicht hatten sie deshalb den Sand gewählt und nicht diese Variante. Es ist beides nicht gut. Natürlich nicht. Also ich muss sagen, ihr habt alle gute Arbeit geleistet und also ich finde es gut, dass dieses Turnier für jeden etwas bietet und nicht nur irgendwelche Wettstreite mit dem Schwerte sind, denn naja, ist doch sehr Rondra in den Vordergrund rückend und naja, die anderen Götter sollte man nicht vernachlässigen. Und in der Tat, ich fand die Rätsel doch sehr im Sinne meiner Gottheit. Muss ich schon sagen. Ach, wobei, ich werde wohl den restlichen Tag über nichts mehr trinken. Dieses eine Bier aus Andergast, das sitzt mir immer noch etwas quer im Magen. Man sollte sein Limit kennen. In der Tat, Grenzen sind dafür da, um eingehalten zu werden.